Hallihallo und schön, wieder einschaltet zum nächsten Runde von Pocopoli. Yep. Es ist ja, jetzt wäre nicht das Video Ende Januar. Ihr werdet es wahrscheinlich im Februar sehen. Aber ja, es wird sein, dass ich mir wieder würfel, was ich denn auf jeden Fall im Februar lesen möchte. Und bevor wir dazu kommen, sprechen wir erstmal kurz über die Bücher, die jetzt hier im Januar dran waren. Ich habe auf jeden Fall das erste, Falling Kingdom, gestohlenes Erbe von Dana Müller-Braun, gelesen. Bin tatsächlich gerade dabei, auch Band 2 zu hören, weil am Ende, wo ich war, so, ich brauche das nächste. Also ja, auch wenn das ihr Debütreihe so mir nicht gut gefallen hat, das hier hat mich auf jeden Fall überzeugt, aber dafür dann natürlich mehr im Lesemonat Januar. Als nächstes stand auf meiner Liste Räuberella, drei Tarotkarten für die Aschedibin von Tanja Penninger. Habe ich gesuchtet. Ist also auch gelesen. War ein Highlight für mich. Ja, wieso, weshalb und sowas, brauche ich ja nicht zu wiederholen. Dann bin ich aktuell noch am Lesen, hoffe, dass ich es aber heute beenden kann, ist The Yazad Hire von Sarah Hashem. Ist ja ein englisches Buch von der Illumicrate gewesen, wo meine Mutter mir ausgesucht hat. Ich bin jetzt aktuell gut bei der Hälfte. Bis jetzt, muss ich sagen, gefällt es mir sehr gut. Es ist sehr mysteriös bei manchen Stellen, aber es hat mich gepackt. Ja, mal schauen, ob ich es bis Ende des Monats dann noch beendet habe. Ja, das ist schon mal dazu. Dann stand auf meiner Liste der Atlas Paradox. Schicksal ist eine Entscheidung. Man kann es. Ah, ich sehe gerade, ich habe es eh falsch rum. So rum ist es richtig. Das ist Band 2 von Oliver Blake. Habe ich mir auch wieder von der Bücherbüchse geholt. Ist gelesen. Und ich weiß immer noch nicht, was ich von Band 2 halten soll. Band 1 war ein Highlight. Ja, darüber sprechen wir dann auch in meinem Lesemonat mehr. Anders kann ich es nicht formulieren. Dann hatte ich ja noch eins gewechselt, weil ich ja damals kein Sachbuch hatte. Black Thriller, die Legende der Schwingen, Band 2 von K.T. Medvors, war das Abschlussband der Reihe. Ist auch gelesen, habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich reinkam, ging aber dann. Und hat mich auch tatsächlich am Schluss noch ein bisschen überrascht. Ein bisschen ist gut gesagt, das war einiges, was mich überrascht hat. Und weil ich dann natürlich ein verspätetes Weihnachtsgeschenk bekommen habe, habe ich natürlich das Sachbuch, was ich bekommen habe, auch auf meine Liste gesetzt. Ich bin jetzt über die Hälfte schon drüber. Könnte also sein, dass ich es tatsächlich noch im Januar beende. When you're ready, this is how you heal. Lass los und finde zu dir selbst von Brianna Wiest. Ist wieder ein geiles Buch. Ja, also ich bin gespannt, wie ich es am Schluss dann bewerten werde. Genau. Und das waren jetzt die Bücher, die im Januar auf meiner Liste standen. Und jetzt würde ich sagen, wechseln wir Perspektive und legen los. So, wir waren bei Sachbuch. Genau, dann würde ich sagen, legen wir los. Der erste Würfel. Und eine 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rido entscheidet. Also ich sollte es vielleicht so hinschieben, dass ihr es auch seht. Ja. Rido entscheidet. Ich habe es mitgefilmt, dass ihr hier drüben wahrscheinlich gerade seht. Wenn nicht, jetzt bitte einblenden. Und es ist rausgekommen, Rules Besessenheit, das Haus der Rules von Lynn Chains. Was mich total gefreut hat, weil das Buch hat sich wirklich gut angehört. Und nochmal zur Erinnerung für euch und für mich. Ein Alpha-Männchen wie kein anderes. Damon Rule ist ein ultra-seriöser Geschäftsmann, der sein Leben genauso geschäftig mag, wie es ist. Er trägt sein Haar kurz geschnitten, er weiß seine geschäftlichen Angelegenheiten gern geordnet und er besteht darauf, dass seine Frauen tatenlos gepflegt und konservativ in Sprache und Aussehen sind. Als er Annie Rose zum ersten begegnet, zieht er ein heißes, schön schwarz gekleidetes Chaos mit ihren Netzstrümpfen
Und Stachelledermanschetten ist sie für seine Bedürfnisse auf Dauer völlig ungeeignet. Aber für kurze Zeit würde sie ihm sicher geben können, was er von ihr braucht. Ja, ich darf das jetzt im Februar lesen. Ich freue mich drauf. So, der zweite. Eine Acht. Schieben wir es eh gleich schon mal rüber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Second Chances. Second Chances. Da habe ich jetzt lange gesucht. Es steht ja nicht immer schön dabei bei solchen Tropes. Ja, habe mich aber dann für dieses E-Book entschieden, und zwar Deine Liebe muss es sein, The Sullivans aus Seattle, Band 2 von Bella Andre. Ja, es ist ein Buch von meiner Rache des Subs. Ja, ich habe nämlich entschieden, ich schaffe diese Reihe nicht dahin zu lesen, bis es funktioniert, also lese ich erstmal die, weil ich vergesse es eh, bis die anderen Reihen, also Bände dran sind, was in diesem Buch passiert ist wahrscheinlich. Ja. Wir haben hier, eine erfolgreiche Immobilienmaklerin Mia Sullivan kann niemand etwas vormachen. Abgesehen von dem sexy Musiker, dem sie vor 5 Jahren ihr Herz schenkte und im Gegenzug dafür nichts bekam als ein paar sündhaft perfekte Tage und Nächte in seinem Bett. Sie schwört zwar, dass sie ihn nie wiedersehen will, doch kann sie den Mann nicht vergessen. Ford Vincent, einer der heißesten Rockstar der Welt, kann jede Frau haben, die er will. Nur nicht Miller Sullivan. Millionen Menschen singen mit seinem Song mit, aber er weiß, dass sie die Leere in seinem Inneren nicht füllen können. Nur Mias Liebe hat diese Macht. Deshalb hat er sich geschworen, alles zu tun, um ihr Herz zurückzugewinnen. Ja, sind wir mal gespannt. Und dann weiter geht's zu Wurf Nummer 3. Schieben wir es gleich ein bisschen weiter nach oben. Okay. 2. Buch mit Hexen. Oh, ist ja nicht so, als hätte ich da ganz, ganz, ganz viele. Buch mit Hexen. Ja. Und dann habe ich mich, ich verwende schon wieder das Wort dann zu viel, für dieses Buch entschieden, weil es ist schon ewig auf meiner Ruby steht. Band 2 ist ja schon draußen, Band 3 soll auch demnächst, glaube ich, rauskommen. Und zwar spreche ich von der Hexenzirkel, das spiegelt gerade, Ihrer Majestät, das begabte Kind von Juno Downs. Ja, und habe ich in der Bücherbüchse-Ausgabe damals mir gekauft. Das ist fast schon über ein Jahr her. Habe sehr viel Gutes darüber gehört und ich glaube, es wird endlich mal Zeit, dass ich es lese. Wir haben hier drin, nach einem Bürgerkrieg unter Hexen versucht die Freundinnen Nihem, Leonie, Helena und Ellen in ihr normales Leben zurückzukehren. Doch so einfach ist es natürlich nicht. Und ja, als dann die Orakel das Ende aller Hexen vorhersagen, gerät ein magisch begabtes Kind in den Fokus der 4 Freundinnen. Jetzt müssen die Hexen Entscheidungen treffen, die ihre Freundschaft für immer verändern werden. Ja, es ist auch nicht so dick. Also ich weiß nicht, warum ich so lange drauf gewartet habe, weil ich liebe ja eigentlich Hexengeschichten. Aber ja, wir lassen uns einfach überraschen, würde ich mal sagen. Und weil es ein Pasch war, gleich nochmal. Dann der Zusatz. Und noch ein Pasch. Wunderbar. 4. Yeah. Okay. 1, 2, 3, 4. Buch mit Vampiren. Okay. Und das beschert mir Bücher mit Vampiren.
Ja. Es wird interessant, wenn ich immer so viele Pasche dann werfe, ne? Und da habe ich mich dazu entschieden, ein Buch von meinen 24 Büchern in 2024 zu nehmen, und zwar Der wahre König, Zwillingsblut von Katharine Lassar. Wir haben Mila, die eigentlich ja keine Vampirin sein möchte und rebelliert gegen Victor, ihren Erzeuger, und den wahren König der Vampire. So sehr Mila Victor hasst, liebt sie Picasso, die rechte Hand des Königs. Zwar steht Picasso auf Mila, hat sich aber geschworen, niemals etwas mit ihr anzufangen. Trotz dass Mila unzufrieden ist, lernt sie mit der Zeit ihr Leben mehr und mehr zu schätzen. Dann erfährt sie, dass sie eine menschliche Schwester hat. Nina, ihre Zwillingsschwester, um genau zu sein, gerät in den Fängen des Thronräubers Wladimir. Und Mila setzt natürlich alles daran, sie vor dem Schicksal zu bewahren, das sie hat. Ja, ja. Ich freue mich wirklich drauf, dass ich es jetzt endlich lese. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kaufverbot! Okay, ich habe im Februar Kaufverbot. Und, ja, ich habe sowas auch auf mein Brett gestellt. Ich habe Kaufverbot. Was mir ja nicht einmal so, sagen wir mal, im Weg steht, weil ich möchte ja meinen Sub abbauen. Ja, das Problem ist, ich habe vor, auf die Bookboy-Convention in Saarbrücken zu fahren. Ja, Messe und Kaufverbot, das tut sich nicht. Ja, ich muss mir da noch mal Ausnahmeregelungen vielleicht ausdenken oder so. Das klappt nicht so gut. Nein. Nein. Und somit haben wir ja die Extrawürfe hinter uns. Und ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zu den regulären Würfen. So. Zurück zum regulären, dann sind wir jetzt beim vierten. Nummer vier. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nächste Band einer Reihe. Und da dachte ich mir, kann es nur eins geben? Legendborn. Das geheime Erbe ist Band 2 von Tracy Dion. Ja, das war ja eine inspirierte Geschichte bei der Arthur-Saga. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil Band 1 war ja auch nicht einmal so schlecht. Nicht einmal so schlecht klingt immer so negativ. Ja. Auf jeden Fall ist Bree Matthews auf die, sagen wir, in ein Studium gekommen. Sie sieht oder erinnert sich an die Wesen, aber kein anderer. Und dadurch lernt sie eine, sagen wir mal, Geheimgesellschaft kennen und einen Geheimbund. Und dass die Welt vielleicht ganz anders ist, als sie gedacht hat. Und dass sie ein sehr interessantes Erbe hat. Und nach dem, was in Band 1 alles passiert ist und die Offenbarung am Ende, macht mich wirklich neugierig, wie, vor allem weil es auch nicht gerade dünn ist, es hier weitergeht. Ja. Bin gespannt und freue mich drauf, dass es auf meiner Liste gelandet ist. Yep. Und eventuell der letzte Wurf für heute. Mal schauen. Außer es wird ein paar Standard. Acht. Dann schieben wir dich einmal ein bisschen wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Helles Cover. Okay. Helles Cover. Und das war's. Und schon wieder ein helles Cover. Und ich gebe es auch mal ehrlich zu, ich war so, ist das hell, das? Und dann dachte ich mir, okay, es kann eigentlich nur das hier werden. Und zwar Lieder der Wälder. Band 3, Habichtshymne von Marlene S. Mary, habe ich mir damals ja auf der Leipziger Buchmesse, was ja bald auch ein Jahr her ist, mitgenommen. Und seitdem liegt es auch ungelesen hier, wird Zeit, dass ich es lese.
Wir sind ja hier in einer Welt, wo es Magie gibt, die Wälder nicht so sicher sind, die Menschen den Wald eigentlich eher schon fast wie einen Gott verehren. Und wir folgen hier eine Gruppe von Barden, die, sagen wir mal, mehr sind als nur Barden. Und einen Prinzen, der eigentlich aussieht, als wäre er und sich so verhält, als wäre er ein Tunichtgut, aber vielleicht dann doch nicht. Ist recht interessant, vor allem weil sehr viele Charaktere in der Geschichte vorkommen und trotzdem alles sehr spannend war. Und ich freue mich darauf, weiterzulesen und zu erfahren, wie die einzelnen Stränge dieser Geschichte weiter verlaufen. Ja. Und das war ja dann mein letzter Wurf auch. Somit ist es wieder eigentlich eine gute Kombi aus E-Book und Büchern. Und ich bin gespannt, vor allem weil ich auch ein paar Reihen fortsetze. So bin ich aktuell dann auf dem aktuellen Stand und eine Subleiche mit einer neuen Reihe anfange. Mal schauen, ob ich dann weiterlesen werde. Ja, und ich bin vor allem gespannt, wie ich das mit meinem Kaufverbot mache. Oh, ob ich das wirklich durchziehe oder nicht durchziehe, werden wir schauen. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Abend, wann immer ihr dieses Video auch schaut. Gerne schreibt mir runter, falls ihr eins der Bücher schon gelesen habt, wie ihr es fandet. Wie sieht es bei euch aus? Laufen eure Leselisten auch immer gut? Oder seid ihr auch eher so, eher spontan entschieden? Wie macht ihr das? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Natürlich wie immer, Daumen hoch nicht vergessen und das Abonnieren-Zeichen wegmachen. Ne? Mit Zeit. Bis dann. Tschüss.